Aber Rudolf, du warst im Kino gewesen, hast du mir erzählt. Ich war im Kino gewesen, das ist jetzt die andere, die weniger lustige Seite der 60er Jahre. Ich war in dem neuen Film der Margarete von Trotter, Hannah Arendt. Ah ja, okay. Es war ein guter Film, was ich nicht erwartet hätte, denn ich kenne das Schaffen der Margarete von Trotter schon seit den 70er Jahren, schon seit 1976, als, glaube ich, ihr erster Film Der Fangschuss herauskam. Sehr berühmt war auch ihr Film Rosa Luxemburg, für mich reiner Kitsch, mit Barbara Sukowa schon als Hauptdarstellerin. Als ich dann hörte, dass sie über Hildegard von Bingen, diese Königin aller Esoterikerinnen, einen Film gedreht hat, habe ich sie schon abgeschrieben. Ja. Aber nein, dieser Film ist gut. Etwas fernsehspielhaft zwar, aber mit guten Schauspielern und die Positionen von Hannah Arendt zu einer bestimmten Frage, nämlich zur Banalität des Bösen. Warum muss man den Film noch schauen? Was soll zum Beispiel einen jungen Menschen bewegen, sagen wir mal mit 18, 19 oder vielleicht auch einen jungen Studenten? Was verbindet er heute noch mit Hannah Arendt? Warum muss er den Film schauen? Weil das Werk von Hannah Arendt, ich habe hier ihr Hauptwerk mitgebracht, Elemente und Ursprünge, Totale Herrschaft, 1955 erschienen, heute noch ungeahnte Aktualität besitzt. Nun ist zwar der Begriff Totalitarismus aus der politischen Diskussion verschwunden, aber die 750 Seiten dieses Werks beschäftigen sich zum Beispiel sehr viel mit Antisemitismus. Und das ist ein ewiges Thema. Das tauchen auch Begriffe auf wie ein Bündnis zwischen Elite und Mob, was in den aktuellen Rassismusdiskussionen der 90er und Nuller Jahre immer wieder zitiert wurde. Die Hoyerswerda zum Beispiel, ne? Ganz genau. Beispiel, ja, klar. Klassisches Beispiel. Die Nazis als Vollstrecker des heimischen Volkswillens. Ja. Hannah Arendt, ich habe hier einen kleinen Essayband, den ich jüngst dann gelesen habe, hat einen Aufsatz geschrieben, was heißt persönliche Verantwortung unter einer Diktatur? Und das ist von der Nazizeit bis Ruanda, bis auf den Balkan, hochaktuell und wird wohl, wie ich die Menschheit kenne, immer aktuell bleiben. Ich würde sagen, wollen wir noch zum Abschluss noch mal kurz in die Kulturteile der Zeitungen blicken. Was schreiben Sie heute? Tolle Geschichte hier über E-Pop, über den Proto-Punker, seine Zeit in Berlin in den 70er Jahren. Ja. Tolle Bilder, wie man hier sieht zum Beispiel, das ist schon klasse. Ne? Im Boulevard steht hänge heute, mir vielleicht auf. Im Boulevard steht heute, dass er sehr gern mit der S-Bahn gefahren ist. Wir haben jetzt auch mit David Bowie. Mit David Bowie zusammengelebt. Zusammen gewohnt. Ne? Und, ja, ist und, bei dem exzessiven Lebensstil des Iggy Pop ist es überhaupt ein Wunder, dass er heute noch lebt, aber soll jetzt in Florida einen sehr... Wahrscheinlich hat er immer das richtige Geld gehabt für das richtige Heroin, ne? Für das saubere zumindest. So wird es wohl sein, dann kann man es überleben. Wahrscheinlich sehr lange. Ansonsten sehr viele Nachrufe natürlich auf Preußler, hier noch ein... Man kriegt hier eine Zeit über Kapitalismuskritik. Kapitalismuskritik mit einer großen Apologie des Kapitalismus, das passt gut zu dem Buch, das du mitgebracht Richtig. Hast. Richtig, Schirmacher Frank, der heute auch in der FAZ über Preußler nochmal geschrieben hat, über seine Kindheit mit Preußler. Schirmacher, der ja selbst in den letzten Wochen überall im Feuilleton selbst aufgetaucht ist, und zwar mit seinem Buch Ego, das Spiel des Lebens. Darin beschreibt er wieder, wie ökonomische Theorien und der Informationskapitalismus uns Gegenwartsmenschen in seelenlose Zombies verwandelt hat. Da können wir uns flankierend auch über zwei Bücher unterhalten, die mir in der letzten Woche untergekommen sind, von Wolfgang Port, dem linken Radikalpamphletisten. Dein besonderer Freund, oder? Mein besonderer Freund, ein neuer Band, in dem er quasi mit sich selbst abrechnet und dem Kommunismus eine Absage erteilt. Okay. Und dann von Robert Kurz, dem letztes Jahr verstorbenen Nürnberger Theoretiker, der auch Kapitalismustheorie von einem ganz anderen Standpunkt, einem sogenannten krisentheoretischen, widerschreibt. Beide natürlich nicht mit der Publicity eines Frank Schirmacher, der ja mitten aus dem konservativen Bürgertum kommt. Ich würde sagen, Rudolf, dann heißt es nächste Woche Schirmacher, Port, Hegele, Görtler. So ungefähr. Und jetzt zurück zur Arbeit. Und jetzt zurück zur Arbeit.